Synode. Es beginnt mit einem Gottesdienst und dann sind da Menschen unterwegs, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das heißt übrigens Synode, ein Weg zusammen. Und den zu gehen, zu finden, das bedeutet Arbeit, miteinander im Gespräch bleiben. Das ist wichtig. Wir üben das immer wieder. Wichtige Entscheidungen wurden gestern getroffen, die sich alle um die Nächsten drehen. In der Diakonie, Dienst am Nächsten, was wird da alles getan? Und für unsere Nachbarschaftsräume. Gemeinden werden Nachbarinnen und tun sich zusammen. Ich bin Anke Spori, ich bin die neue Pröbstin für Oberhessen und das erste Mal hier auf der Dekanatssynode im Büdinger Land. Klar geworden ist an dem Vormittag bislang, dass die Diakonie einen ganz wichtigen Beitrag für die Sozialraumorientierung leistet und das in der Verbindung mit den Nachbarschaftsräumen und beiden gemeinsam ist, glaube ich, tatsächlich der Dienst an den Menschen. Darum geht es bei uns in der Kirche. Und so kann es eine kirchliche Zukunft geben. Viele Menschen miteinander und viele Gemeinden. Nicht mehr nebeneinander, sondern zusammen auf dem Weg. Leichter mag die Haltung sein, ich gehe meinen Weg, was kümmern mich die anderen. Umso wichtiger, mutige Synodale zu haben. Menschen, die zusammen gehen. Mit langem Atem zusammenkommen und so viel dafür tun, dass es einen gemeinsamen Weg gibt. Wir brauchen sie in der Kirche, in den Familien, in Schulen, Wirtschaft, Politik, einfach überall. Und Gott sei Dank, es gibt sie.